So, hier sind wir jetzt wieder mal, genauer gesagt Aruk zu, ich glaube, Teil 17 unseres Let's Plays. Und ich mache jetzt einfach mal weiter und gucke nach, ob wir diese Truhe öffnen können, was leider nicht geht. Und das Kind fragt sich immer noch, was da so drinne ist. Vielleicht werden wir es ja irgendwann nochmal rausfinden. Mal mit der Mutter reden. Interessantes Gespräch. Hier sehe ich mal wieder einen Bierdeckel. Oder auch nicht. 300. Oh. Auch mal was ganz Interessantes. Immerhin mal kein Bierdeckel. Ist ein bisschen unverschämt, aber. Ja. Wenn das Geld so schön blinkt. Mal hier reingehen. Ein kleines Lädchen. Der beste Waffenladen des gesamten Kontinents. Teuer. Mal gucken, was der denn hier so schönes verkauft. Äpfelchen, Heilkräuter. Ist denn eine Kuh hackt vollkommene Wiederbelebung? Naja, wir sterben schon nicht so leicht. Ich frage mich, könnten wir vielleicht mal wieder so ein neues Schwert gebrauchen oder sowas? Vor allem Gott weiß auch nicht genau. Oder ein Damenschwert für Ki. Was nehmen wir uns denn? Komm. Such dir was aus. Gut. Vielleicht. Wir haben 1500. Wir könnten vielleicht ein Damenschwert für Ki und ein Kurzschwert für den anderen nehmen. Was hältst du davon? Ja, nimm mal einmal ein Kurzschwert und dann guck mal, was das Damenschwert bringt. Ein Kurzschwert hat 18 ATK gemacht, das Damenschwert macht 15. Ja, aber wenn nicht genug Kohle, entweder warten wir eine Runde. Ja, okay, warten wir. Okay, immerhin ein bisschen was für einen. Vielleicht noch ein bisschen so ein Eichenreif für die Dame? Nein. Egal, die kriegt als nächstes was. Okay. Also, gerade einmal anlegen. Ausrüstung, Finn. Altes Schwert gegen Kurzschwert tauschen. Okay. Hat Ki überhaupt eine Waffe? Ja, oder? Ein Wanderprügel. Na, okay. Ah. So. Gut. Und dann mal weiter. Also. Mal gucken. Wer ist das denn? Mein. Ja, so. Wieder der mit dem Sandmännchen. Gut. Was machen die hier denn? Sehen aus wie zwei Hexen oder sowas. Schon Monate lang keinen mehr vom Mond gesehen. Ja, fällt echt auf. Vielleicht bin ich ja dieser süße Kerl. Verzeihen Sie meinen Tratsch, meine Damen. Ja, wo finde ich den Bürgermeister? Wollten wir dahin? Wir haben keinen Bürgermeister. Den haben wir abgesetzt. Er hat den Geliebten in Kandis. Das können wir nicht auf dem Sitzen. Ja, geht ja auch nicht. Okay, verstehe ich ja. In letzter Zeit nicht zufällig Leute vom Mond gesehen. Nö. Ja. Ist schon gut. Ein genügt mir vollkommen. Mal gucken. Der kleine Junge läuft um eine Laterne. Kleines, nerviges Kind, das wie alle anderen Kinder um irgendwas rumläuft. Hui. Das ist mir sympathisch. Hat den gleichen IQ wie vorhin Gott. Das ist auch der schon zum zweiten Mal die Person anlabert, die ich vorhin schon angelabert habe. Weil ich das Sandmännchen mag. In diesem Haus leben richtige Spinner. Die halten sich für Engel oder sowas. Na, das klingt doch interessant. Okay. Okay. Es sind auch welche. Okay. Ah, Ja, das Licht ist schön. Ja. Huhu. Okay. Mal gucken, was steht da. Den kann man nicht lesen. Ja. Gut. Kann man nichts machen. Mal einmal aus dem Fenster gucken. Naja, okay. Hübsches Haus, aber nicht wirklich irgendwas zu holen. Mal gucken. Wo waren wir denn noch nicht? Dieses kleine nette Häuschen. Na, wer ist das denn? Also, was sie heute wieder kocht. Eigentlich habe ich sie ja nur gerade, weil sie gut kochen. Und das ist eine gute Einstellung. Typisch Mann. So wie der aussieht, naja. Kochen macht so unheimlich viel Spaß. Schön, ja. Ich hätte so gerne neue Bratpfanne. Aber mein Mann sagt ständig, die alte sei noch gut genug. Ja. Und wozu brauchen wir noch eine? Erstmal vielleicht wieder Geld.
Was ist das denn? Wow, 1000 Tri. Nein. Verdammt sicher. Also, ich bin doch kein guter Mensch. Kriegen es doch eh nicht mit. 1000 Tri, ich glaube. Ich weiß nicht, können wir Ki was dafür gönnen? Vor allem Gott nickt. Also wohl ja. Gerade nochmal hier reingehen. Oh, der kommt aus Südhane. Woher weiß der das denn? Wir sind gerade über den Bergpass gekommen. Ich bin Abenteuer und war schon überall. Das ist das Hana-Gebirge. Ich denke, ich werde mich morgen auch mal an den Bergpass angehen. Ja, klingt interessant. Ja, was ist ein Anchi-Chan? Wer? Ich finde, das ist ein Was ist ein Anchi-Chan? Oder Ani-Chan? Das sollte er eigentlich wissen, weil das in jedem Video in der Beschreibung drin steht, dass das der Ersteller oder die Ersteller, was weiß ich. Ja, du hast die Beschreibung auch gemacht. Von diesem Spiel ist. Das ist die Göttin des Muts und der Kraft. Man sagt, in ihrem Schrein lag ein mächtiges Schwert, aber ich konnte es nicht finden. Aha, ist natürlich schlecht. Ich gehe mal wieder dort rüber. Okay. Was sagt der alte Mann? 50? Nein! Okay. Oh, noch ein kleines Treppchen. In die Schlafräume, wo wahrscheinlich ein Bierdeckel liegt. Oder Geld, aber Bierdeckel. Okay. Mal gucken, ob da auch noch was zu holen ist. Nee. Okay, dann mal weiter. Und ein kleines, vielleicht nicht ganz so kleines Schwertchen für Trico. Oder erstmal speichern. Ja. Jo, gut. Okay. Okay. Kaufen. Was haben wir gesagt? Kriegt die Trieb dein Kurzschwert, ne? Gut. Kaufen wir noch vielleicht irgendwas Kleines oder nicht? Voll. Naja, vielleicht wann anders. Erstmal haben wir mit dem geklauten Geld genug gemacht. Ah, genau, anlegen. Gute Idee. Ausrüstung. Okay. Gut. Okay, mal gucken. Mal ein bisschen aus der Stadt rausgehen. Haben ja eh nichts weiter. Oh, wieder auf der Weltkarte. Hm, wo gehen wir denn hin? Im Wald nicht. Ja, dem Bürgermeister Nordhana. Ja, gehe ich mal wieder nach Nordhana. Gucke, ob hier noch irgendwas vom Bürgermeister zu finden ist. Hier liegt sogar noch was. Auch gut. Bierdecke. Gut. Im Brunnen vielleicht. Vielleicht ist der auch als Katze verkleidet. Ja. Ich weiß nicht. Wohin geht's da denn? Nirgends. Okay, schade. So, hier kann ich noch einmal ganz rumgehen. Das hatte ich jetzt eigentlich gar nicht vor. Scheinbar ist hier aber nirgends vom Bürgermeister. Vielleicht muss ich auch irgendwo anders, um den zu finden. Vielleicht ist der Bürgermeister ein Huhn. Hm. Okay, dann finde ich jetzt einfach mal, ich lasse vollen Gott im nächsten Teil weitersuchen und sag tschüss, bis zum nächsten Mal.